Hört ihr das? Ein schön knisterndes Lagerfeuer. Dazu ein Kartoffeltopf aus dem Dutchofen. Rheinhessen meets Grillen mit Freunden. Ein richtig geiles Wochenende. Und hier kommen erstmal ein paar Eindrücke. Willkommen bei Smoking Bees Barbecue. Grillen mit Freunden. Ein Wochenende ins Leben gerufen, unter anderem vom Grill-Junkie Professor Taste. Wer alles dabei war? Der Thorsten von Beef and Meat, der Grill-Coach Gerrit, Grillen mit Heiko, der Björn mit seinem legendären Bread and Butter Pudding und noch viele weitere. Ein richtig geiles Wochenende mit richtig viel Spaß. Und wie ihr seht, richtig viel Essen. Und zwar nur Gutes. Ich glaube, ich habe nichts gegessen, was nicht geschmeckt hat. Bilder sagen aber bekanntlich mehr wie 1000 Worte. Also schaut es euch einfach an. Aber es wäre so eine Veranstaltung, ohne dass ich Rheinhesse auch ein bisschen was Rheinhessisches mitbringe. Und deshalb gibt es einen typischen Kartoffeltopf. Oder wie wir Rheinhessen es pflegen zu sagen, Eierkrumbeerentopf. Den Topf soll es zwar erst um Mitternacht geben, aber ich beginne schon so um 12 Uhr mit dem Räuchern meiner Bratwürste. Und die Feuerbrücke, die wir von Petromax zur Verfügung gestellt bekommen haben, eignet sich dazu einfach hervorragend. Damit später unsere Bratwürste im Topf auch appetitlich aussehen, grill ich sie nochmal kurz an. Das ist nur optisch, mehr ist es nicht. Zwischendurch gab es dann auch nochmal ein paar Ribs. Schaut es euch einfach an, mega geil. Aber jetzt erstmal genug erzählt. Mitternacht rückt näher und die Leute haben Hunger. Für meinen typisch rheinhessischen Krumbeerentopf brauchen wir erstmal ca. 3 Kilogramm mehlig kochende Kartoffeln. Dazu noch einige Zwiebeln, unsere geräucherten Bratwürste, noch ein paar Nackensteaks, die ein bisschen klein geschnitten, und Bauchspeck oder Dörrfleisch, je nachdem wo ihr herkommt. Aber erstmal fange ich mit dem ganzen Geschnippel an. Das Dörrfleisch schneide ich mir in ca. würfelgroße Stücke. Den Knorpel, den ihr hier oben seht, den schneide ich natürlich raus. Der ist ungenießbar. Als nächstes würze ich mir meine Nackensteaks. Wie ihr seht, die habe ich mir so in gulaschgroße Stücke geschnitten. Das Ganze würze ich dann mit dem Schweinereigewürz von Beef Buddy, aber ihr könnt da jedes andere Gewürz nehmen, was ihr für Schweinefleisch nehmen wollt. So, und hier sind auch unsere geräucherten Bratwürste. Die hingen ungefähr 2 Stunden im Rauch. Dann habe ich die nochmal eine halbe Stunde angegrillt ungefähr und ja, habe sie dann schön abkühlen lassen. Die schneide ich dann auch in mundgerechte Stücke und ab geht's dafür. Aber was wäre ein rheinhessischer Krumbeerentopf ohne einen rheinhessischen Wein? Der hier ist von meinem Lieblingswinzer, der ist gerade 300 Meter von mir zu Hause weg. Und noch ein bisschen klare Brühe. Das ist natürlich ein Brühwürfel. Und dann geht's schon ans Schichten unseres Topfs. Und zwar hier in dem Fall in FT9. Den habe ich vorher mit Bacon natürlich ausgekleidet, damit nichts anbrennt. In die Infobox schreibe ich euch die Mengenangaben für den FT6. So, und wer jetzt genau hören will, was ich zu sagen habe, der klickt einfach mal bei Beef and Meat rein. Weil ich habe vergessen, den Ton anzuschalten. Dappischer Kopf. Aber wie man hoffentlich gut erkennen kann, ich befülle den Topf jetzt ungefähr mit der Hälfte der Kartoffeln. Jetzt würze ich mir die Kartoffeln noch ein wenig. Ihr könnt dazu natürlich ein Bratkartoffelgewürz oder sowas nehmen. Das schmeckt auch hervorragend dazu. Jetzt gieße ich noch ein bisschen von der Brühe dran. Das ist ungefähr jetzt eine Tasse. Es kommt ja auch noch Wein mit dran. Also sollte das von der Flüssigkeit erreichen. Zur Not habe ich ja noch ein bisschen. Das, was ich da jetzt klein brösel, das sind ein paar Lorbeerblätter. Ich glaube, in dem Fall waren das so 8-9 Stück. Da müsst ihr selbst mit eurem Geschmack ein bisschen rumspielen. Jetzt schichte ich mir dann noch meinen Schweinenacken, die Würstchen und ein bisschen von dem Dörrfleisch rein. Bedeckt das Ganze dann mit den Zwiebeln. Noch das restliche Dörrfleisch mit oben drauf geben und dann die letzte Schicht Kartoffeln.
Und fast hätte ich euch das Wichtigste vergessen zu sagen. Der Wein. Ich kipp da jetzt ungefähr eine halbe Flasche dran, weil das schon ein recht großer Topf ist. Macht das so ein bisschen nach eurem Geschmack. Wenn ihr ein bisschen mehr Wein wollt, macht ein bisschen mehr Wein rein. Wenn ihr ein bisschen weniger wollt, macht ein bisschen weniger rein. Es kommt auch auf den Wein drauf an. Die oberste Schicht Kartoffeln auch noch ein bisschen würzen, den überstehenden Bacon ranklappen und dann kümmern wir uns um unser Topping. Im originalen Rezept besteht eigentlich dieses Topping aus einem Becher saurer Sahne, ein Becher Creme Fraiche. Ich habe das ein bisschen abgewandelt für mich, und zwar nehme ich einen Becher Schmand, einen Becher Creme Fraiche und dann gebe ich noch ein bisschen flüssige Sahne dazu, schmecke das Ganze dann entsprechend mit Pfeffer ab. Aber im Endeffekt seid ihr da komplett frei, wie ihr da dieses Topping machen könnt. Ihr könnt da noch Frischkäse mit drunter rühren, ihr könnt da noch normalen Gouda oder Emmentaler mit runterrühren, das bleibt völlig euch überlassen, wie ihr das gerne haben wollt. Wenn dann das Topping fertig ist, kommt das einfach, wie man es so schön sagt, on top. Und zwar gleichmäßig verteilt, versucht da ungefähr auch eine gleichmäßige Dicke hinzukriegen, damit euch das später nicht irgendwie anbrennt oder irgendwo was von dem Topping nicht ist. Das sollte schon so sein. Noch die letzte Zwiebel einfangen, Deckel drauf und dann ab auf die Feuerbrücke. Das Ganze köchelt dann für mindestens 2,5 Stunden. Bei ungefähr, das ist wie gesagt ungefähr 230 bis 250 Grad, also richtig Hitze. Die letzte halbe Stunde gehe ich dann hin und lege noch ein paar Kohlen oben drauf, damit wir eine schöne Kruste auf unser Topping bekommen. Und ja, seht selbst. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Deckel auf und genießen. Genau so, wie ich es mag. So, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn dem so ist, wünsche ich mich über einen Daumen hoch, ein nettes Kommentar. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, ein Abo, riesig freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis dann, euer Bernd.